jetzt bedenken, dass wir in einer digitalen Welt leben. Ja, alles redet davon. Digitalisierung, Social Media, Kommunikation, ja. Aber was steht denn am Anfang? Kommunikation heißt, Menschen unterhalten sich, lernen sich kennen, bauen Dinge gemeinsam auf. Und genau das machen wir auch. Aber es sind immer Menschen, so wie heute Abend hier, die zusammenkommen, die sich kennenlernen, die Interessenslage auch ein bisschen abchecken. Wie kommt man miteinander zurecht? Was kann daraus erwachsen? Und da haben wir beste Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Gerade bei so einem Event ist es einfach schön, dass die Leute, wenn sie eine Schürze anhaben, dann sind sie alle gleich und dann redet auch jeder mit jedem und dann lernt man sich auch kennen. Zusammen etwas zu machen, etwas zu erleben, auch wenn man das vielleicht noch nicht so gut kann, dieses sich gegenseitig helfen, unterstützen, Tipps geben, da beginnt Networking. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man vertrauensvolle Kontakte hat und man ist schon mal zu dem einen oder anderen Thema gefragt worden und hat seriöse Auskünfte gegeben, dann hat man in der Regel das Glück, dass man, wenn man selber da mal was wissen will, auch ähnliche Antworten bekommt auf dem gleichen Niveau. Und das ist eine Form von Networking. Auf jeden Fall gute Kontakte geknüpft, einen tollen Austausch gehabt. Und wie gesagt, wie hat Ihr Chef gesagt, so viele Visitenkarten mitgenommen, wie es geht. Man kann sicher die ein oder andere brauchen.